Nasse Fahrbahn, schnelle Kurvenfahrten und eingeschränkte Sicht. Brenzlige Situationen im Straßenverkehr sind für viele Autofahrer der Horror. Um einen kühlen Kopf zu bewahren, auch wenn es gefährlich wird, bietet der ADAC zusammen mit Continental den Fahrsicherheitsprofi an. Im ADAC-Fahrsicherheitszentrum Rhein-Main kamen am Dienstag 33 Teilnehmer zusammen, um vom Profi zu lernen, wie das eigene Auto sicher und sparsam genutzt werden kann. Also uns geht es generell darum, dass wir den Teilnehmern eben auch vermitteln können, präventiv unterwegs zu sein und wenn was passiert, dann eben auch die Handlungsstrategien mitzugeben, wie es zu bewältigen geht. Nach dem theoretischen Teil mit Fragen wie aus der Führerscheinprüfung standen Kurven- und Slalomfahrten auf dem Programm. Im Elektroflitzer mussten die Teilnehmer zeigen, dass sie auch sparsam unterwegs sein können. Im komplett blickdichten Fahrzeug konnte nur mit den Bordkameras gefahren werden. Eine echte Herausforderung. Wir fahren komplett blind, haben hier einmal die Front- oder Heckkamera für die Geradeaus- oder Rückwärtsfahrten und für die Kurvenfahrten haben wir noch eine 360-Grad-Kamera mit der Vogelperspektive, wo wir die Distanzen zu den Seiten ganz gut abschätzen können. Und wir müssen uns eben vollkommen auf dieses System verlassen. Im echten Straßenverkehr haben wir noch den Schulterblick oder unsere echten Augen, um das zu überprüfen. Und hier verlassen wir uns mal nur vollkommen auf das Kamerasystem. Wer im Alltag in Gefahrensituationen schnell und gut reagiert, kann die Unfallgefahr deutlich reduzieren. Obwohl der beste Teilnehmer einen schicken Kleinwagen gewinnen kann, stand für viele das Lernen im Vordergrund. Also ich merke schon, dass man anders reagiert. Also als ich das vor ein paar Jahren mal gemacht habe, ist es schon, man ist ganz anders auf Sachen eingestellt. Man achtet ganz anders auf Sachen. Und klar, es ist jetzt nicht das eigene Fahrzeug, aber trotzdem lernt man einen ganz anderen Umgang, um halt in extremen Situationen dann auch wirklich handeln zu können. Weil wenn man das nie macht oder schon ewig lange her ist, ist die Reaktionszeit einfach eine andere, als wenn man das immer mal wieder auffrischt. Insgesamt gibt es beim ADAC und Continental Fahrsicherheitsprofi 2019 7 Vorrunden, aus denen sich die jeweils 6 Bestplatzierten für das Finale am 15. August im ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Hannover qualifizieren. Durch den Wettbewerb soll auf unterhaltsame Art und Weise die Verkehrssicherheit in Deutschland gefördert werden. Kinzig News. Aktuell, regional, online.